Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu Probier.TV. Mein Name ist Martin, ich bin Bierblogger bei Probier.at und sind jetzt knapp 2 Wochen her, da hatte ich das erste Bier der Biermanufaktur Riegele hier auf dem Kanal und heute kommt schon das zweite Bier aus Augsburg und zwar haben wir den Augustus, den gibt es meines Wissens auch in dieser etwas craftigeren, moderneren Variante, zumindest was das Etikett angeht, aber eben auch in einer sehr klassischen Etikettgestaltung. 18 Grad Plato, also damit genau ein valider Doppelbock und 8 Volumensprozent Alkohol werden hier versprochen. Schöne Folien, Silber ist ja gar nicht so, eine rötliche das Mäntelchen hat er sich da oben angezogen und 15 Bittereinheiten. Also mit Bittere können ja Weizenböcke für gewöhnlich nicht wirklich aufwarten und da wird auch der Augustus jetzt keinen Unterschied machen. Bin ja sehr gespannt, also mit Weizen-Doppelböcken, da kann man mich, glaube ich, schon sehr glücklich machen. Und hey, ist das eine schöne Farbe? Also, ich weiß auch nicht, was da jetzt noch das Herz mehr begehren sollte. Schöne Trübung, Gold, Bernsteinfarben. Eine eher feinporig gehaltene Schaumkrone obendrauf und da reichen 2 Finger oben auf dem Glas. Wenn ihr mich ein bisschen kennt, wenn ihr den Kanal verfolgt, dann wisst ihr, dass ich ein sehr großer Freund von Bananenaroma bin. Und hier gibt es in einer herrlichen Kombination mit karamelligen Tönen. Es hat so fast was wie so ein Banane mit so einer Karamellsoße. Das ist sehr, sehr lecker. Der Schaum oben auch nicht ganz so weiß, hat so einen leichten beigen Einschlag. Ja, definitiv. Cheers, Prost. Also, ich weiß, Weizenbiere sind nicht jedermanns Sache, aber so diese etwas schwereren Weizen, also gerade diese Böcke oder Doppelböcke in dem Fall, wenn man diese Bananennoten mag und dieses Bier kommt so richtig schön breit mit einer bananigen Note daher. Da ist Karamell drin, so Toffee-Noten mit drin. Gewürze. Hat natürlich eine gewisse Süße und auch wenn, wie ich gesagt habe, wenn ihr mich ein bisschen länger verfolgt, ihr wisst, dass ich kein großer Fan von süßlichen Bieren bin, aber wenn das eben so ins Gesamtbild einfach reinpasst, wenn das nicht zu aufdringlich ist, wenn das nicht so eine plumpe Süße ist, sondern ich meine, so eine Banane ist ja auch eine der süßeren Früchte, dann passt das einfach irrsinnig gut und so ist das beim Augustus von Riegele auch. Also es ist eine Süße, mit der ich sehr, sehr gut leben kann, die sehr, sehr intensiv ist. Schaum übrigens, der macht sich so langsam auf die Socken. Vielleicht rede ich auch einfach zu viel, aber das ist einfach sehr, sehr angenehm zu trinken, dieses Bier. Und auch vom Körper her gar nicht so wuchtig. Eher ein mittlerer Körper, Kohlensäure, Weizen untypisch, eher fein gehalten, sehr cremig und macht dieses Bier irrsinnig gut trinkbar. Wie gesagt, 15 Bittereinheiten, also bitter ist hier ziemlich wenig bis gar nichts. Passt auch perfekt. Was haben wir eigentlich über den Alkohol gesagt? Weil von dem kriegt man ja überhaupt nichts mit. Und das sind 8 Volumensprozent Alkohol, meine Fresse. Also Alkohol auch sehr, sehr gut eingebaut. Hinten raus süßeres Finish. Die Hefe kommt ein bisschen rein, Weizentöne im Nachtrunk. Ja, wenn ich jetzt gefragt würde, und ich habe einen eindeutigen Favoriten bei Weizenböcken
Und da kommt der Regler Augustus nicht ganz ran, aber trotz alledem 4 von 5 möglichen Punkten für den Regler Augustus Weizen Doppelbock. Und wie gesagt, es gibt da meines Wissens auch noch ein anderes Etikett, also nicht verwirren lassen, wenn ihr diesen Weizen Doppelbock kennt unter dem Namen Augustus. Fruchtig und stark steht auf dem Etikett, kann ich unterschreiben. Wenn ihr dieses Bier kennt, dann schreibt mir hier bei YouTube, Facebook oder auch im Blog, was ihr davon haltet. Vergesst nicht, dieses Bier zu raten bei der Beertasting.club-App. Und würde mich allerdings auch freuen, wenn ihr den Kanal hier bei mir abonniert. Ihr habt die Gelegenheit dazu, im Abspann einfach in der Mitte auf den Button drücken. Und dann gibt es immer Informationen, wenn es hier neue Videos gibt. Denn schon morgen früh ist es wieder soweit beim Bier um 4 hier bei Probiert TV. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi.